Auf die Lunchbox für morgen, auf die wollte mein Großer jetzt komplett verzichten. Er sagt, wenn es warm ist, hat er sowieso nicht so viel Hunger. Ich habe nicht das da, was er gern essen will, was ich ihm vorgeschlagen habe. Und da soll ich es lassen. Geht natürlich nicht. Und deswegen packen wir mir jetzt mal wenigstens ein bisschen was zusammen. Wir haben auf jeden Fall noch Gurken. Ich habe gerade noch ein paar Weintrauben gefunden. Ich glaube sogar, ich habe am Samstag noch oder am Freitag ein paar Erdbeeren gekauft. Die sehen zwar nicht mehr so gut aus. Muss ich jetzt mal ein paar raussuchen. Und ich mache ihm jetzt einfach so einen Toast mit Ruffo Martina Crunchy Cream. Das liebt er über alles. So, also ein paar Erdbeeren und Weintrauben habe ich gefunden. Und findet ihr eigentlich auch, dass Obst eine krass unterschiedliche Qualität hat, je nachdem, wo ihr das kauft? Also ich kaufe unser Obst ja nur im Rewe oder in so einem kleinen Asia-Shop, der nur Obst hat. Ich finde zum Beispiel so Erdbeeren und Weintrauben, was wir halt richtig oft kaufen, das ist woanders nicht so gut. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier mal eine Wagenladung Frisches. Und das alles. Und jetzt noch der Toast mit Ovo Maltina. Ich kannte das als Kind ja gar nicht, ne? Also irgendwie ist das komplett mir vorbeigezogen. Ich habe das als Erwachsener entdeckt. Ich finde das so geil in jeglicher Form. Das ist einfach lecker. Richtig lecker. So, und das war's. Ich bin ja ehrlich gesagt am Überlegen, gibt es eigentlich so Lunchboxen, die die Sachen kühl halten? Also so, wo man irgendwie Wasser reinfüllen kann? Denn das mit dem Obst im Sommer, ich will das irgendwie frisch halten. Und mal sehen, was er wieder mitbringt. Wird schon ein bisschen was sein.